Schwimmen schaut es immer gut. Brett? Ja. Was machst du da? Ich schraube hier an deiner Drummaschine rum. Und kommst du voran? Nicht wirklich, aber es macht Laune. Würde ich mal sagen, helfe ich dir jetzt ein bisschen. Ja, das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Okay. Ich mache kurz eine Einführung. Ja, führe mich ein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mann, so kann ich das nicht machen. Herzlich willkommen Er führt mich ein. Ja, wie ihr seht, mein alter Herr ist hier am Start. Ja. Er bringt mir jetzt das Produzieren bei und wird mir zeigen, wie man einen richtigen Hit baut. Richtig. Das glaube ich zwar nicht, aber ist schön. Also ich zeige meinem Dad, wie sowas funktioniert. Mein Vater hat mir ja quasi gezeigt, wie ich Musik machen kann. Soll, würde ich jetzt nicht sagen. Soll war was anderes. Soll war Klassik. Klassik, stimmt, ja. Ich wollte ja ursprünglich gar nicht klassisches Klavier. Nein, du wolltest Keyboard lernen. Ja, und warum hast du das nicht? Ich dachte, du brauchst eine ordentlich basierte Ausbildung. Und die hast du mit klassischem Klavier. Und wie war das für dich so? Stressig. Was meinst du mit stressig? Sind zum Unterricht gefahren und dann? Ja, und dann der Unterricht, das war eine Stunde, das war am meisten für mich irgendwie ermüdend, schlafend. Aber der Mann, der hatte so eine Wahnsinnsgeduld. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre das nie was geworden mit dir. Ja, danke nochmal an den Lehrer. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, stimmt. Ja. Ja. War ein sehr guter Lehrer. Wie ist es dann weitergegangen? Opa hat mir ja ein Keyboard geschenkt, ne? Und du hast mir gesagt, dass man mit einem Keyboard und einem Computer halt Musik machen kann. Ne? Zuerst das Keyboard vom Opa und dann irgendwann kam, glaube ich, der Sampler dazu. Ich glaube, nee, sogar dieser Korg, den habe ich leider nicht hier. Also es war so ein Hardware-Synthesizer, den du mir mal geschenkt hast. Ich? Ja. Ja. Also mein Vater ist auch so eigentlich immer, wenn ich was gebaut habe oder produziert habe. Der schlimmste Kritiker. Der schlimmste Kritiker. Ich habe es nie geschafft, ihn zufriedenzustellen mit dem, was ich produziert habe. Und habe gesagt, ja, kannst du mal hier einen interessanteren Basslauf einbauen oder kannst du mal da vielleicht Trompeten einbauen? Ja, hier könnte ich mir schon gut vorstellen, dass du mit deiner Schwester da irgendwas gitarrenmäßig, ja, so ein Solo. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du auseinandergenommen von mir. Okay, dann machen wir das doch. Okay, der Plan ist es, du baust jetzt quasi ein kleines Instrumental. Ich habe jetzt nur Schlagzeug gebaut. Erstmal das Schlagzeug gebaut. Wir dachten einfach so, vielleicht 80s Sound, Funk, so ein bisschen vielleicht zu gehen, oder? Ja, okay, dann helfen wir mal. Ich sehe schon, du hast auf jeden Fall die Drums schon zusammengesucht. Die habe ich einfach jetzt alle hier draufgelegt. Ja, stark. Das ist ein geiler Sound. Was fühlst du denn gerade? Ich fühle Drums. Das Regen. Ja, ja. Okay, wir machen erstmal eine MIDI-Spur, wo wir quasi das Schlagzeug programmieren können, okay? Auf die 2 und die 4 in der Regel kommt ja immer die Snare dann. Dann machen wir ganz klassisch. Dann mach du mal. So, hier. Das ist die Kick, genau. Ja, die, alles da ist. Wo ziehe ich die? Du kriegst einfach auf dieses Raster. Wenn ich die jetzt nur mal so hören will. Ach so, dann musst du auf diese Kopfhörer drücken. Das Kopfhörersymbol. Oh, okay. Geil, hört sich geil an. Da zum Beispiel, auf die 1, 2, genau hier. Ja. Genau. Okay, das hört sich schon mal ganz passabel an. Bum, pack, bum, kack. Ja. Da hört sich ganz schön primitiv an. Aber der Mann hat Ansprüche. Genau, mit sowas muss ich mich früher rumschlagen. Klemmt. Ich kann dir aus erfahrungstechnischer Sicht sagen, dass die Snares in Ordnung sind und dass deine Kicks scheiße sind. Nee, war zu weit. Nee, das ist zu weit. Dazwischen gibt's nichts. Oh, besser. Nee, gefällt mir nicht. Ich bin ganz schön anspruchsvoll, mein Lieber, ja gesagt. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch eine Hi-Hat, oder? Genau, so sieht's aus. Dann wir müssen die erstmal bearbeiten, ja? Wir wollen die ja ein bisschen kürzer haben, ne? Weil du haust ja nicht 16 oder so. Ja. Du würdest sagen, kürzen wir die einfach. So. Ja, lass mal hören. Haust mal ein 16. 16? Okay. Ja, jetzt müssen wir aber ein paar rausschneiden. Also, naja, aber die 16 sind schon mal gut. Ja. Sollen wir tauschen? Was denn? Du sagst mir, was du brauchst und ich mach. Ja, dann mach mal. Hätte man die Inspiration durcheinander. Deine Inspiration? Ja, das ist so. Als Grund, weil der Doppelbeat ist nicht schlecht von der Bass. Ja, das hast du ja auch gebaut. Ja, das hört sich gut an jetzt. Ja, jetzt mal critical sein, aber jetzt feiert er. Siehst du mal? Ja, gut, ich kann mich ja gut feiern.
Was würdest du denn als nächstes haben wollen würden? So. Irgendein Piano vielleicht. Piano, okay. Oder ist das keine gute Idee? Du bist der Visionär. Ja, ich bin der Visionär. Du bist der Visionär, ich bin nur jetzt ja, so der Ahnung. Ich habe ja auch voll den Plan hier. Ja. Mach mal einfach ein Piano rein. So. Altmodisch oder noch ja, modern? So Roots. Roots. Ja, einfach ein bisschen härter. Ne? Ja. Nee, das ist zu wenig. Ja, jahrelanges ja. Klaviertraining, ne? Das ist ja. rausgeschmissenes das Geld. Rausgeschmissenes Geld, siehst du? Ja. Ich glaube, der Rost ist drin. Jetzt brauchen wir noch einen Bass. Ja, genau. Das ja. Da bin ich vor meinem Vater. Ich versuch mal das Ganze nicht gerade so aufwendig zu spielen mit dem Bass. Achso, gegen. Genau so, gegen the Beat, so okay, Bilder. Also, wir haben jetzt Schlagzeug, wir haben Chord Progression, wir haben Bass. Synthies, okay. Das ist zu hoch. So ganz schlecht hört sich's nicht an. irgendwas. Also hoch. Ja, aber fast, wenn du noch den letzten Ton getroffen hast. Was kommt denn als nächstes dann? Brauchen schon gar nicht mehr so viel, oder? Trompete. Also Trompeten, sagst du. Ja. Nach dem dritten Ton, da ja. muss irgendwas noch, da muss noch einer unten drunter. Ist überhaupt bestimmt. Sollte man vielleicht anfangen machen? E-Piano-mäßig, keine Ahnung, so Akkorde, weißt du, bis aha. du dann langsam reinkommst. Ist zu kurz. Ja, ist okay. Ja, so ähnlich. Dann schicke ich dir das, dann hast du was auf den Ohren. Kannst du wirklich deinen Namen draufschreiben und... Ich kann nicht. Du hast ja gespielt. Nee, aber du hast das ja produziert und... Das ist deine Idee? Ich hab's mit angestoßen. Ja, ja. Du hast gespielt und ich hab gesagt, ja, ist gut. Das macht doch der Producer eigentlich. Ach so, also, ah, okay. Dann komm ich öfters. Nein, bitte nicht. Ja, danke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank, Dad, dass du dabei warst. Und falls ihr möchtet, dass mein Dad öfters vorbeikommt und mit mir Videos macht, was ich eigentlich nicht hoffe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessiert, gerne diesen Channel abonnieren, die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.